Meister Kang, Meister Jung. Die erste Frage, die ich Meister Kang stellen möchte, ist, wie er auf die Idee kam, eine eigene Kampfkunst zu entwickeln. 첫 번째 질문을 드리면요. 네. 이 훌륭한 공권술을 어떻게 해서 창시하게 되셨습니까? 공권술은 1996년도에 탄생되었습니다. Konkonyusul ist entstanden im Jahre 1996. 당시 한국 무술을 수련하는 또 가르치는 지도자들은 고정관념에 잡혀 있었어요. Damals gab es eine Vorwürfe oder Vorurteile in den Kampfkünsten. 태권도 하는 그 마스터들은 오로지 대부분의 기술들을 발차기 위주로 수련했고 주먹을 손을 사용하는 것을 좀 거추장스럽게 생각했습니다. Taekwondo Leute haben meistens Beintechniken benutzt, aber weniger Handtechniken. 또 합기도 하시는 분들은 대부분 수위기를 수련하고 있었는데 관절기를 수련하고 있었는데 정작 시합에서는 관절기를 사용하지 않고 태권도식의 발차기 위주의 시합을 했었습니다. Hapkido Leute haben meistens im Training Hebeltechniken geübt, aber das konnte man ganz schwer verwenden für einen Wettkampf. 유도도 마찬가지죠. 유도 같은 경우도 발차기나 주먹차기를 절대 하지 못하게 하고 매치기 위주의 수련을 했습니다. In Judo war es auch nicht anders. Judo Leute haben nur geworfen, die durften nicht schlagen und treten. 복싱 같은 경우는 주먹을 사용하겠죠. Boxer haben nur Faustschläge genutzt. 당시 내가 그 수련을 하면서 이러한 기술들을 종합적으로 수련할 수 있는 곳을 알아봤는데 찾을 수가 없었습니다. Damals habe ich versucht, diese verschiedenen Techniken zusammenzubringen, aber nirgendwo konnte ich in einer Schule alle Techniken gemeinsam lernen. 내가 어릴 때부터 만약에 내가 나중에 도장을 개설하게 되면 지도자의 길을 걷게 되면 이러한 것을 한 곳에서 동시에 배울 수 있는 도장을 개설하겠다고 마음을 먹고 꿈을 갖고 있었습니다. Damals hatte ich deswegen gedacht, wenn ich größer werde und selber Kampfkunstlehrer werde, dann werde ich irgendein System schaffen, wo man alle diese Systeme zusammen lernen kann. Wie hat jetzt die Kampfkunst den weiten Weg aus Südkorea bis nach Münster geschafft, wo jetzt unser europäisches Hauptquartier ist? 감사합니다. 그러면 그 이 공권유술이 어떻게 해서 한국에서부터 독일 유럽 총본부가 있는 민스터로 전파가 되게 되었나요? 처음에는 한국에서부터 수련을 시작하게 됐는데 민스터에서 공무원으로 일하는 민스터 직원으로 일하는 그런 사람으로부터 연락을 받았습니다. Eigentlich konnte man Konkonyusul nur in Korea trainieren, aber eines Tages kam eine Anfrage aus Deutschland von einem Mann, der an der Universität Münster gearbeitet hat. 그분은 태권도가 2단이고 또 태우권을 수련한 사람입니다. Er war schon Taekwondo Trainer damals und Tai Chi Lehrer gewesen. 그분이 공권유술을 배우기를 원했지만 너무 거리가 먼 관계로 수련하기가 어려웠습니다. Er wollte unbedingt Konkonyusul lernen, aber wegen der Entfernung konnte er nicht so oft nach Korea fliegen. 그래서 처음에는 디비드로 수련을 하기 시작했죠. Deshalb hat er angefangen mit einem Lernmaterial, Videomaterial zu lernen. 비디오 수련을 한 지 2년 후에 그가 민스터 대학에서 세미나를 개최하도록 대학 측에 부탁을 해서 성공을 하게 됐습니다. Zwei Jahre nachdem dieses Selbstlernen durch Videomaterial angefangen hatte mich nach Deutschland zu einem Lehrgang eingeladen.
abschließende Frage. Für wen ist Gongkun Yusul eigentlich geeignet? Ist es nur für Leute mit Kampfsporterfahrung oder ist es allumfassend auch für Selbstverteidigung, zum Beispiel für Frauen oder auch Ältere oder Kinder geeignet? Gongkun Yusul은 누가 실현하기에 적당하게 구성이 되나요? 어린이들을 위해서도 적당한가요? 아니면 나이 드신 분들과 여성분들에게도 적합한 운동입니까? 처음에 Gongkun Yusul은 이 마니아층이 형성이 돼서 뭔가 좀 강한 무술을 추구하는 사람들이 모여서 수련을 하는 그런 구조가 됐었습니다. Am Anfang waren die Gongkun Yusul Trainierende sozusagen Liebhaber gewesen, die starke Techniken lernen wollten. 근데 Gongkun Yusul의 사상은 실전 무술을 안전하게 수련하는 것을 첫 번째 목적으로 삼고 있습니다. Die Grundidee von Gongkun Yusul ist in erster Linie, dass man die gefährliche und starke Techniken auf der Basis der Sicherheit ohne Verletzung lernen kann. 강력하고 상대방을 제압하기 쉬운 이 실전 무술을 마치 축구를 하거나 낚시를 하거나 골프를 치듯이 그렇게 다가갈 수 있도록 프로그램하고 시스템했습니다. Die gefährlich aussehende Kampfkunst mit realitätsnahen Techniken, wie bei anderen Sportarten, Fußball oder bei Hobbyangeln gehen, und so wie mit Spaß und Sicherheit lernen. Hallo Wensi, willkommen in Bad Kreuznach. Hallo, wie kamst danke. Du zu Gongkun Yusul als Frau? Ich habe bei Meister Yun Tai Chi gemacht. Vor 4 Jahren fing ich damit an. Und da hat er Werbung im Kurs gemacht für Gongkun Yusul. Der hatte den Großmeister Kang Jun nach Deutschland eingeladen, nach Münster, und einen Lehrgang angeboten. Somit hat er diese neue koreanische Kampfkunst hier vorgestellt. Und wieso hast du dich gerade dann für Gongkun entschieden? Weil es ist ja eine schon körperbetonte, allumfassende Kampfsportart mit Kicks, mit Tritts und mit Hand und Fuß und komplett mit Bodenkampf. Ist das gut für eine Frau jetzt, einfach mal so gefragt? Also meine persönliche Entscheidung war grundsätzlich dadurch entstanden, dass ich mich für Kampfkunst interessiere. Ich habe als Kind schon einiges ausprobiert und die östliche Philosophie, die Kultur interessiert mich grundsätzlich. Deswegen fand ich die Gelegenheit, auch etwas praktisch auszuprobieren, sehr verlockend. Und ich habe einfach in diesem Kurs die 2 Tage geschnuppert und ich war so begeistert, dass ich mir dachte, ich muss das unbedingt mitmachen. Also es geht nicht anders. Ich bleibe dabei. Gut, du hast ja jetzt mittlerweile auch einen ersten Dan. Jetzt für Frauen allgemein, würdest du es empfehlen, so als Selbstverteidigung allgemein, oder sagst du, es ist nur wirklich was für jemanden, der sich wirklich für explizit für Kampfsport interessiert, oder ist es allumfassend auch für jemanden, der das, sag ich mal, nur einmal die Woche freizeittechnisch als Frau macht, so als Selbstverteidigung oder so? Ich kann das grundsätzlich empfehlen, abgesehen davon, wie ich dazu persönlich kam. Es ist eine besondere Kampfsportart, die sehr viele Elemente des Kampfes und der Kampfkunst in sich vereint. Und das hat natürlich auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Das hat auch mit dem Glauben, dass einer fähig ist, auch in einer Situation sich auch selbst zu verteidigen. Ich finde, diese Kampfkunst hat
mit Geschlecht wenig zu tun. Das ist genauso geeignet für Frauen als auch für Männer, auch wenn das manchmal hart aussieht und gewisse Elemente dann vielleicht abschrecken beim ersten Blick. Es ist ein auch schonender Kampfkunst. Das heißt, die Philosophie, die wir befolgen, der Umgang miteinander und mit den Menschen grundsätzlich beinhaltet viel Respekt, viel Vorsicht dem Partner gegenüber. Und von daher finde ich das schon nicht so abschreckend, wie sich das vielleicht für Leute anhört. So werden wir ein bisschen Vorführung zuschauen und danach gehen wir über auf die Hebefläche. Hallo Kai, du bist ja auch schon lange Jahre Mitglied im Jeongdo Club und machst hier schon lange Taekwondo, hast deinen ersten Dan dieses Jahr gemacht. Warum möchtest du jetzt mit Gong Kwon Yusul anfangen? Was reizt dich jetzt an dieser neuen Sportart? Ja, wie gesagt, eine Kampfsportart kenne ich schon bereits, Taekwondo. Und jetzt will ich gerne in eine andere Kampfsportart mal reinschnuppern und mal reinschauen. Vielleicht gibt es da Gemeinsamkeiten in den Techniken oder auch Unterschiede, würde ich gerne kennenlernen. Und vielleicht kann man die verbinden. Und Selbstverteidigung interessiert mich sowieso immer. Also was genau reizt dich jetzt an dem Gong Kwon Yusul speziell nach Taekwondo? Ja, die unterschiedlichen Techniken, die kenne ich noch nicht. Bei Taekwondo sind sie bestimmt anders und vielleicht kann man die verbinden. Ja. Interessiert dich auch diese Selbstverteidigungstechniken, dass es ja im Endeffekt auch mit Würfen gibt und die Hebeltechniken, was es in Taekwondo ja gar nicht gibt? Ja, natürlich, das ist was ganz anderes und das ist auch interessant. Hallo Carsten, du bist ja auch langjähriges Mitglied im Jeongdo Kampfkunstverein.
Wie kamst du jetzt auf die Idee, eine neue Abteilung praktisch zu eröffnen mit einer neuen, ganz neuen Kampfsportart hier jetzt in Bad Kreuznach beziehungsweise bei dir in Kirn? Unser Verein bietet ja die unterschiedlichen Kampfkünste an. Neben Taekwondo, Haidongumdo und Selbstverteidigung haben wir einen Sport gesucht, eine Kampfkunst, speziell in die all diese Elemente vereint. Und da sind wir halt dann beim Gongkwonyosul gelandet, weil Gongkwonyosul all diese verschiedenen Elemente, sei es Tritttechniken, Schlagtechniken, Wurftechniken, Ringtechniken, alles zusammen in einem geordneten System vereint. Und das ist halt das Herausragende an Gongkwonyosul. Also dieses Allumfassende von der Kampfsportart war im Endeffekt das, was den Verein dazu bewegt hat, es mit aufzunehmen, weil es nicht nur wie Taekwondo fuß- und beinlastig ist, sondern halt auch Selbstverteidigungsaspekte hat mit Bodenkampf, Hebel und Würfe, was halt auch gerade auf Frauen oder Kinder oder so, die das auch ausüben können. Genau. Vor allen Dingen, was auch sehr ein wichtiger Punkt im Gongkwonyosul ist, nicht nur der Kampf, sondern halt auch die stille Meditation, das drüber nachdenken über sich selbst, ja, sich besinnen. Das sind auch wichtige Elemente, die in keiner Kampfkunst fehlen darf. Und Gongkwonyosul vereint halt wirklich alles und ist wirklich als Breitensport geeignet für jung und alt, groß und klein. Also eine super Ergänzung für unseren Verein im Endeffekt. Genau.